Du hast früher mal Kampfsport gemacht und fragst dich jetzt, ob du noch was kannst. Ich hatte jetzt die Woche einen hier, der war jetzt 10 Stunden Privattraining hier, ist extra aus Deutschland gekommen. Und dann haben wir so Judo-Rolle gemacht und so. Und ich so, hey, du machst das nicht zum ersten Mal. Und er so, ja, er hat als Kind mal Judo gemacht. Vor über 30 Jahren. Und das sieht man sofort, das ist immer noch da. Ist wie Fahrradfahren. Du fährst vielleicht nicht mehr so schnell oder so sicher, aber du kannst Fahrrad fahren und du kannst schwimmen. Und wenn du irgendwann mal etwas gemacht hast, vor 8 Jahren jetzt schon, und 2 Jahre, also ziemlich intensiv, das ist noch da. Es ist wie, heute habe ich auch das Thema gehabt, mein guter Freund Emir, ich habe euch schon ein paar Mal von ihm erzählt, der vom KSK ist jetzt heute wieder mal ins Training gekommen, ist wieder zurück, einige Abenteuer erlebt und da haben wir darüber gesprochen. Im Training stellst du deinen Körper. Und wie wenn du einen Stahl härtest, ein Schwert härtest, schmiedest im heißen Feuer und es heiß wird und dann hart wird und du es polierst und schleifst. Wenn du es nachher an der Luft ausgesetzt lässt und nicht mehr polierst, setzt es Rost an. Je härter es war, desto weniger Rost. Aber es verliert diese Schneide ein bisschen, diesen letzten Schliff. Und diesen letzten Glanz. Aber du musst nur ein bisschen rüber polieren und es ist wieder da. Mega schnell. Gerade erst haben sie das Schwert eines des Jade-Kaisers oder so gefunden, das über 2000 Jahre alt war. Und das hat immer noch geglänzt, weil es war von solch herausragender Qualität. Und auch manche japanische Katana, die schon hunderte von Jahren alt sind, ein bisschen polieren ist wieder gut. Und auch bei dir, wenn du 2 Jahre Jiu-Jitsu gemacht hast, ein bisschen polieren. Zu Beginn wirst du dich ein bisschen ungeschickt fühlen, aber schnell wird die Muscle Memory kommen und die Techniken kommen wieder zurück. Glaub mir, das verlernst du nie, auch wenn du nur einmal ein bisschen was gelernt hast und erst recht, wenn du ganze 2 Jahre trainiert hast.